können wir endlich zu der Flasche. Geht doch. So. Was mich hier stört, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, wir haben irgendwie gerade ein Ziel. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Also, wir laufen da jetzt überall straight durch. Easy peasy, alles klar, kein Problem. Ab und zu mal ein paar Gegner, die nervig sind, aber ich weiß nicht warum. Oder, ja, warum ist so die unpassendste Frage überhaupt in der List? Ha. Gibt also einen Schalter. Aber ich weiß nicht, zu wem wir sollen, oder... Also ein Puppenmacher oder sowas, aber... das ist für mich irgendwie gerade nicht so... Das erschließt sich gerade... Wow. Ja, wir sind tot. Toll, wunderbar, springt... Mann. Oh, diese kleinen Scheißlecks. Okay, kleinen Moment, ich habe gerade einen Download am Laufen. Ich stopp den mal kurz. Vielleicht geht's danach besser. So, Download gestoppt. Kurz warten, bis Fraps wieder... Alter. Läuft gar nicht, was soll denn das? Ernsthaft? Weißt du, auf einmal. Ich konnte gerade eben so lange aufnehmen, wie ich wollte. Und auf einmal sagt mir dann Fraps, ja, nö, kein Bock mehr. Leck mich am Arsch. PC, ey, manchmal frage ich mich... Ich habe jetzt die ganze Zeit einen Wechsel zwischen... So, jetzt sieht es eigentlich einigermaßen stabil aus. So, dann gehen wir hier rüber. Ja, wieder ein kleiner Leck, wäre ich fast runtergefallen wegen dem. Zack, drauf. Das kennen wir von der... Von den Kartendingern. Da kaputt machen. Muss hier nicht runterspringen, ist gar nicht gut. Da würde ich jetzt auch nicht runterspringen. Ach, komm. Da ist noch einer. Na. Da ist noch einer. Kriegen wir jetzt noch nicht. Aber jetzt komm. Mit dem Scheiß. So. Am Arsch mit den Kackviechern, ey. Ich hasse die sowas von. So, wo wollen wir hin? Beide Seiten sind irgendwie wichtig. Da unten? Nix. Ja. Ah, mein Gott. Und wieder nach oben. Ja, gut, okay, bringt uns nichts. Wir müssen da mega schnell hin, irgendwie. Das kann ja auch sein, ne? Und das, glaube ich, ist es eher. Dass wir das da hinlegen. Und nicht in den Sog reinkommen. Ja, Mann! Scheiß Sog, ey. Dann guckt ihr in die falsche Richtung. Oh, ich habe halt echt keine gute Laune. Das auch geht. Wie schnell der dann auf einmal runterfährt, ne? Wir versuchen es mal so. Ne, läuft nicht. Wieder kaputt.
L ist die Kotztante, ey. So. Da kann ich runter. Von da unten... würde mich jetzt mal interessieren. Ist da ein Pilz? Ja. Dann würde ich ganz grob darauf tippen, dass wir hier runter gehen. Dann das hier drauflegen. Dann hochgehen. Und dann habe ich auch keine Ahnung mehr, was wir danach machen könnten. Ernsthaft, also das erklärt sich in meiner Sicht nicht von selbst. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Ja, komm, machen wir erstmal die Seite. Scheint nämlich um einiges leichter zu sein. Ah. Falls jemand das vergessen hätte, ne? All diese Studenten, die nach Papas Aufmerksamkeit lechzen. Darf ich den Teewärmer erhalten, Sir? Darf ich einschenken, Sir? Speichellecker. Ja, war natürlich klar, der einfache Weg ist das hier. Und der schwierige Weg ist da hinten. Gut, jetzt. Wir müssen... okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Wir müssen hier einen drauf knallen. So, dann hier drauf. Einmal kaputt machen, den hier hinknallen. Da drauf. Und jetzt warten wir. Bis diese Drecksplattform da hochgeht. Und dann kommen wir da hin. Ja, genau so geht's. Endlich. So. Und mit diesem schönen Kontrollpunkt muss ich leider wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice Madness Returns mit mir, dem Nico. So beginnt meine Anmoderation. Gut, wir haben dieses komische Rätsel jetzt hier. Den... Ah, komm. Pflanzen. Wunderbar, wunderbar, super alles. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben, ja, wir haben diese Puppenviecher gekillt. Ekligen. Ganz leicht verstanden. Und jetzt müssen wir... Also wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, also wie vorhin mal gesagt. Ich weiß ja nicht, wann genau das jetzt war. Oder eine Stunde vielleicht. Das sieht nicht nett aus, was da ist. Ich weiß nicht, wann ich das nochmal gesagt habe. Oh, da ist eine Platte drauf. Ja, easy. Aufstellen. Okay, da lang. Die Welle ist. Okay, ich bin lieber weiter. Okay. Das Ding ist jetzt safe. So. Ah, da ist was. Da kann man noch hin. Da kann ich auch so hinspringen. Ja, im Vergleich zu ganz am Anfang, hey, ich kann das jetzt wirklich gescheit einschätzen von der Entfernung, wie weit die Alice springen kann. Mit Gleiten und so. Aha. Das ist ja erstmal Sachen machen, die man erstmal übersieht. Vielleicht könnte ja da eine Erinnerung sein. Thank you.
gut, dann halt nicht. Säcke. So, drauf gehen. Okay. Wo ist das? Gut. Jetzt legen wir das Ding da drauf. Springen! Ui, ui. Ja, easy peasy, die Uhr, die kann nicht. Zack, geht das Ding hinter uns runter. Geht auf. Okay. Ja, dann... Ja, ich tauche auf einmal wieder auf, ne? Schalter bringt nichts. Uiuiui, war knapp hier. Warte. Hä? Der geht doch was? Der die da hinten auch aus. Aha. Ja, scheinbar schon. Das haben wir vorhin natürlich nicht gesehen, weil wir halt da nicht drauf geachtet haben. Uiuiui, geht das weit runter. Zacken sie wieder da. Aber alles, wie gesagt, für die Power-L ist hier kein Problem. Ui, ui, ui. Alter. Erstmal angucken. Da wäre ich jetzt nur straks in den Tod gesprungen, ne? Überragend schwer. Das sind die Drecksviecher. Ich wollte vorhin schon sagen, ne? Ich hatte vorhin wirklich im Kopf zu sagen, oh, es sind ja voll lang keine Larvenviecher mehr da gewesen. Das finde ich voll gut. Und dann kommen wie viele? Ja. Ihr habt es ja selbst gesehen. Na? Alter. Das war knapp. Zack, durch. Ah, ein Kampf. Ein Kampf erwartet uns. Oh. Auf so engem Raum eine Puppe, wollt ihr mich verarschen? Schon. Ja gut, müssen wir eine Runde Slayen gehen. Klein hier fett machen. Bam. Bam. Kurz warten. Ah, das war zu früh. Aua. Oh, ich hasse das Viech hier. Bam. Bam. Aua. Folgen seit, ich weiß nicht wie lange, bei Alice irgendwie diese Lags, dass er irgendwie für ein paar Sekunden laggt. Nervt megamäßig. Weiß nicht, ob ihr das auch habt beim Spiel. Aber es ist mega lästig. Oh. Hat der nicht mal Damage, wenn ich da drauf baller?